Deutschland hat die vietnamesische Darstellung der Ölmanager Dinh Quan Dan sei freiwillig nach Vietnam zurückgekehrt, zurückgewiesen. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel bekräftigte, der Mann sei am helllichten Tag entführt worden und verteidigte die Ausweisung des vietnamesischen Geheimdienstresidenten aus Berlin. Die vietnamesische Regierung hatte dies bedauert. Wir haben den nicht gebeten, wir haben ihn aufgefordert, das Land zu verlassen. Er ist eine Person, die nach unserer festen Überzeugung involviert ist in Kidnapping. Es spricht nichts gegen die Annahme, sondern ausschließlich alles für die Annahme, dass hier mit Hilfe des vietnamesischen Geheimdienstes und seines Residenten in der vietnamesischen Botschaft in Deutschland ein Mensch nach Vietnam entführt worden ist, der übrigens hier auch Asyl beantragt hat. Jedenfalls ist der mit Methoden außer Landes gebracht worden, nach unserer Auffassung, die Sie ansonsten in finsteren Filmen über den Kalten Krieg sehen können. Und das ist etwas, was wir nicht dulden werden und nicht dulden können. Dinh Quan Dan war mitten in Berlin in ein Auto gezerrt worden. Dann tauchte er in Hanoi wieder auf und erklärte im Staatsfernsehen, er habe sich freiwillig gestellt. Die vietnamesische Regierung wirft ihm vor, als Chef einer staatlichen Öl- und Gasfirma für Verluste von etwa 125 Millionen Euro verantwortlich zu sein.